blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me. Nun, gesegnete Leute, der Herr Jehova hat mit mir gesprochen. The Lord Jehovah today had a conversation with me, quite a stretched conversation. Der Herr Jehova hatte heute eine Unterhaltung mit mir, eine ziemlich gedehnte Unterhaltung. And this is a continuation of the conversation that Jehovah has been having. Und dies ist eine Fortsetzung von den Unterhaltungen, die Jehova hat. On this very, very dreadful dispensation that is coming to the earth. Über diesen sehr, sehr furchtsamen Zeitabschnitt, welcher zu der Erde kommt. It is a non-stop conversation, a consistent conversation. Es ist eine non-stop Unterhaltung, eine einheitliche Unterhaltung, that the Lord Yahweh has been having, die der Herr Yahweh gehabt hat. On this dispensation that is coming. Über diesen Zeitabschnitt, der kommt. A very dreadful dispensation that is coming ahead of us here. Ein sehr furchterregender Zeitabschnitt, der vor uns hier liegt. You saw when he sent the archangel to speak with me and say, coming to destroy the house. Wir sahen, als er den Erzengel sandte, um zu mir zu sprechen, und sagte, kommt, um das Haus zu zerstören. Meaning, coming to destroy the sacrifice. Das bedeutet, kommt, um die Opferung zu zerstören. Coming to put the abomination into the house. Kommt, um die Abscheulichkeit hinein in das Haus zu bringen. To cause it to see desolation. Um es dazu zu bringen, Verwüstung zu sehen. And so today the Lord showed me the beast. Und nun, heute zeigte mir der Herr das Tier. And he showed me the beast, he was raving around. Und er zeigte mir das Tier, er tobte herum. He's like a leopard. His skin is a leopard. Er ist wie ein Leopard. Sein Fell ist wie Leopardenfell. His body skin is a leopard. Seine Körperhaut ist ein Leopard. And he has a few heads. Und er hat einige Köpfe. And he was raging as he was raging around. Und er tobte herum. And so the Lord brought contact. Und nun der Herr brachte Kontakt. Contact between his two prophets and the beast today. Kontakt zwischen seinen zwei Propheten und dem Tier heute. And then the manifestation. Und dann die Erscheinungsform. Then he showed me the person. Dann zeigte er mir die Person. The person of the Antichrist. Die Person der Antichrist. And then in that contact there was a fight also that ensued. Und dann in dieser Kontaktaufnahme gab es auch einen Kampf, der ausgebrochen ist. Which we are sharing here. Was wir hier nicht mitteilen. And und the two prophets also were very powerful. They were very, very powerful. That's what I want to relate to you. Die zwei Propheten waren sehr mächtig. Sie waren sehr, sehr mächtig. Dies ist, was ich euch berichten möchte. In the fight that ensued on that first contact. In dem Kampf, der ausbrach bei diesem ersten Kontakt. In fact, to the extent that he ran away a bit, you know. Tatsächlich zu dem Ausmaß, dass er wegrannte, wisst ihr? So there is going to be a dispensation that is very difficult ahead of us here. Nun, es gibt einen Zeitabschnitt, der sehr schwierig ist, der vor uns liegt hier. He has been speaking through the small horn. Er hat durch das kleine Horn gesprochen. And he continues to speak. Und er spricht weiter. Through the ram. Durch den Widder. And the goat and the small horn again. Und der Ziege und dem kleinen Horn wieder. So you see Daniel chapter 7. Also seht ihr Daniel Kapitel 7. All the way to Daniel chapter 8. All den Weg hin zu Daniel Kapitel 8. And you see also the statue of Daniel chapter 2. Und ihr seht auch die Statue von Daniel Kapitel 2. And continuing today now to talk to me about Revelation chapter 13. Und er sprach weiter heute zu mir über Offenbarung, Kapitel 13. And I'm reading the beast he showed me. Und ich lese über das Tier, welches er mir zeigte. Of Revelation 13. Von Offenbarung 13. I'm reading from King James, Revelation chapter 13, he says. Ich lese von der König James Version. In Offenbarung Kapitel 13 sagt er. The beast from the sea. Das Tier aus dem Meer. I stood upon the sand of the sea. Ich stand auf dem Sand des Meeres. And saw a beast rise up out of the sea. Da sah ich ein Tier aus dem Meer steigen. Having seven heads and ten horns. Das hatte sieben Köpfe und zehn Hörner. And upon his horns, ten crowns. Und auf seinen Hörnern zehn Diademe. And upon his heads, the name of blasphemy. Und auf seinen Köpfen Gottes lästerliche Namen. If you read amplified, he said. Wenn man die erweiterte Version liest, er sagte, as I stood on the sandy beach,
Und ich stand auf dem sandigen Strand. I saw a beast. Ich sah ein Tier. Coming up out of the sea. Aus dem Meer steigen. With 10 horns and 7 heads. Mit 10 Hörnern und 7 Köpfen. On his horns he had 10 royal crowns. Auf seinen Hörnern hatte er 10 königliche Kronen. In brackets diadem. In Klammern Diademe. And blasphemous titles name. On his head. Und gotteslästernde Titel, Namen auf seinen Köpfen. Verse 3 say, Vers 3, er sagt, in, King James it says, in der König James Version sagt er, and the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear. Und das Tier, das ich sah, war wie ein Leopard, seine Füße wie Bärenfüße. And the mouth as the mouth of a lion. Und sein Maul wie ein Löwenmaul. And the dragon gave him his power, his seat, and great authority. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Amplified says. Die erweiterte Version sagt. And the beast that I saw resembled a leopard. Und das Tier, welches ich sah, gleichte einem Leopard. But his feet were like those of a bear. Aber seine Füße waren wie die von einem Bären. And his mouth like that of a lion. Und sein Maul wie ein Löwenmaul. And to him the dragon gave his own might. Und der Drache gab ihm seine Kraft. And power. Und Macht. And his own throne and great dominion. Und seinen Thron und seine große Herrschaft. So, like a leopard, but nun wie ein Leopard, aber if you are to see the beast I saw, wenn ihr das Tier sehen würdet, welches ich gesehen habe, you will get born again properly today, dann werdet ihr heute richtig wiedergeboren werden. To make sure that when the rapture takes place, um sicherzustellen, dass wenn die Entrückung stattfindet, you don't remain here. Ihr hier nicht zurückbleibt. He was raving around, er tobte herum and prowling. Und knurrte. Wow, going around, and he has many heads. Ging herum und er hat viele Köpfe. And then for the first time, und dann zum ersten Mal. The two encountered, there was a contact. Die zwei trafen sich. Es gab einen Kontakt. And then the manifestation. Und dann die Erscheinungsform. The person that he is, the person now. Die Person, die er ist, die Person jetzt. Now the person of the Antichrist. Das ist die Person der Antichrist. And then in that contact there was a serious clash. Und dann in diesem Kontakt gab es einen ernsthaften Zusammenstoß. That took place between he that speaks with you. Der stattfand zwischen ihm, der mit euch spricht. And him. Und ihm. And it was such a severe clash. Und es war solch ein ernsthafter Zusammenstoß. I can tell you the two prophets are very, very mighty. Ich kann euch sagen, die zwei Propheten sind sehr, sehr mächtig. Today I saw it. Heute sah ich es. The clash was very powerful. Der Zusammenstoß war sehr mächtig. And for a moment he ran away. Und für einen Moment rannte er weg. The accuracy. Die Exaktheit. And the enormity of power of these two prophets. Und die Enormität der Kraft von diesen zwei Propheten. Standing to the point he ran away first. Stehend an den Punkt, er rannte als erstes weg. So you don't want to be around his body like a leopard. Also man möchte nicht in der Nähe sein. Sein Körper ist wie ein Leopard. And then he manifested as a person. Und dann offenbarte er sich als eine Person. But the body is a leopard. Aber der Körper ist ein Leopard. A total leopard. Ein totaler Leopard. And he has power. Und er hat Kraft. And he's prowling ferociously. Und er knurrt grausam. So please, blessed people, nun bitte, gesegnete Leute, receive Jesus. Empfangt Jesus. Because the Lord is about to switch on the clock that begins to count down Daniel's 70th week. Denn der Herr ist kurz davor, die Uhr anzumachen, die anfängt, Daniels 70. Woche hinunterzuzählen. The last week that was remaining. Die letzte Woche, die übrig blieb. God was patient enough all this time. Gott war all diese Zeit geduldig genug. He exuded so much patience. Er hat so viel Geduld ausgestrahlt. And the purpose of that patience. Und der Grund für diese Geduld is that you may be brought to repentance. Ist dazu gedacht, dass ihr zur Buße gebracht werdet. To the knowledge of Christ Jesus. Zu der Weisheit von Christus Jesus. The Messiah. Der Messias.
as your Lord and Savior. Als euer Herr und Erretter. That you may enter. So dass ihr eintretet. If you read the book of Romans, I read it. Wenn ihr das Buch Römer liest, ich lese es. I already read it for you, Romans chapter 11, verse 25. Ich habe es bereits für euch gelesen, Römer Kapitel 11, Vers 25. The patience that the Lord has been exuding at the church. Die Geduld Gottes wurde zur Gemeinde ausgestrahlt. At the nation. Zu den Nationen. The patience, the endurance, the long suffering of the Lord. Die Geduld, die Ausdauer, die langen Leiden des Herrn. And he says the following. Und er sagt das Folgende. Dass er sagt, in the book of Romans 11, verse 25, in dem Buch Römer 11, Vers 25, says the following, sagt das Folgende. Says, er sagt, again, Romans chapter 11, 25, nochmals Römer Kapitel 11, Vers 25, lest you be self, I'm reading Amplified and King James, zumindest, ich lese die erweiterte Version und König James Version, King James says, König James sagt, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits. Denn ich will euch, Brüder, über dieses Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr euch selbst nicht für klug haltet. Conceitedness, in other words. Eitelkeit, in anderen Worten. That blindness in part is happened to Israel. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren. Until the fullness of the Gentiles become in. Bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen ist. Until the fullness of the Gentiles become in. Bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen ist. If I say, die erweiterte Version sagt, verse 25, Romans 11, Vers 25, Römer 11, say, er sagt, lest you be self-opinionated, wise in your own conceit. Damit ihr nicht rechthaberisch seid, klug in eurer eigenen Eitelkeit. I do not want you to miss this hidden truth. Ich möchte nicht, dass ihr diese versteckte Wahrheit verpasst. And mystery. Und Geheimnis. Brethren. Brüder. A hardening insensibility. Eine verhärtete Gefühlslosigkeit. Has temporarily befallen a part of Israel. Ist vorübergehend auf einem Teil von Israel gekommen, to last until the full number. Here it says number. Welches anhält bis die volle Zahl. Hier heißt es Zahl. The full number of the ingathering of the Gentiles has come in. Die volle Zahl der Einsammlung der Nichtjuden hineingekommen ist. So the Lord is simply waiting for the full set number. Nun, der Herr wartet einfach für die volle gesetzte Zahl. There is a number that was set by heaven. Es gibt eine Zahl, die vom Himmel gesetzt wurde. By the hidden concealed wisdom of God in the upper chambers. Durch die versteckte, verborgene Weisheit Gottes in den höheren Kammern, of the authority of the wisdom of God in heaven, von der Autorität der Weisheit Gottes im Himmel. He set a number for the Gentiles. Er hat eine Nummer festgelegt für die Nichtjuden. That's why he stopped the clock at the 69th week. Deswegen hat er die Uhr gestoppt bei der 69. Woche, to bring in, to gather, um hineinzubringen, um einzusammeln, to gather in the Gentiles, um die Nichtjuden hineinzubringen. But now he's speaking to me. Aber jetzt spricht er zu mir. Speaking with me. Spricht mit mir. Speaking with his servants. Spricht mit seinen Dienern. Continuously. Fortlaufend. About switching on the clock. Darüber die Uhr anzumachen. To complete Daniel's 70th week. Um Daniels 70. Woche zu vollenden. He tarried a bit. Er zögerte ein wenig. That the full number of the Gentiles may come in. So dass die ganze Anzahl der Nichtjuden hineinkommt. That this is such an opportune time. Dass dies solch eine günstige Zeit ist. And he showed me in different forms. Und er zeigt mir in verschiedenen Formen. The archangel coming and speaking by voice and saying, der Erzengel kommt und spricht per Stimme und sagt, coming to destroy the house. Kommt, um das Haus zu zerstören. And today now the manifestation of the beast. Und dann heute die Offenbarung des Tieres. Of the book of Revelation, chapter 13. Von dem Buch Offenbarung, Kapitel 13. Himself. Er selbst. And when he came as a leopard. Und als er als Leopard kam. With many heads. Mit vielen Köpfen. Then now,
When I'm going to contact him, dann jetzt, wenn ich ihn kontaktiere, then he changes into this man. Dann wandelt er sich um in diesen Mann. He became a man. Er wurde ein Mann. I have a lot of details today. Ich habe viele Details heute about him. Über ihn. And then the first contact, a clash. Und dann der erste Kontakt und Zusammenstoß. First contact with the two prophets of the Lord. Der erste Kontakt mit den zwei Propheten des Herrn. A serious monumental clash. Ein ernster, monumentaler Zusammenstoß. You don't want to be around. Man will nicht dabei sein. Earthquakes are involved. Erdbeben sind mit einbezogen. But he was very shocked at the precision. Aber er war sehr schockiert über die Genauigkeit of the two prophets. Von den zwei Propheten. An einem Punkt rannte er weg zuerst. Als erstes flüchtete er. So you don't want to be in that time. Nun, ihr wollt nicht in dieser Zeit sein. He says here very clearly. Er sagt hier sehr eindeutig, he is unto like a leopard. Er ist so wie ein Leopard. And he has a mouth like a lion. Und er hat ein Maul wie ein Löwe. The feet of a bear. Die Füße wie ein Bär. He has put together the most bloodiest of beasts. Er hat die höchst blutigsten der Tiere zusammengebracht. The most murderous of beasts. Die blutdürstigsten Tiere, the most wicked and evil, die höchst boshaften und schlechten, the vilest, the most evil beasts of the jungle, die widerlichsten, die schlimmsten Tiere vom Dschungel, the most bloody, die blutigsten, the ones that are wildest, die am wildesten sind, that have no control, no law governs when they attack you. Sie haben keine Kontrolle, kein Gesetz regiert, wenn sie dich attackieren. He has put them together into this one character. Er hat sie zusammengebracht hinein in diesen einen Charakter, to be able to transmit a message to you, um in der Lage zu sein, eine Nachricht zu euch zu übermitteln. That please just enter through the rapture. Das bitte tretet einfach durch die Entrückung ein. The door, die Tür, where the wedding rings have been placed in heaven, wo die Hochzeitsringe am Himmel platziert wurden. The wedding of the Lamb of God. Die Hochzeit von dem Lamm Gottes. Just climb the glorious stairs. Steigt einfach nur auf den glorreichen Treppen hinauf. Do not take chances. Geht kein Risiko ein. Because it will be virtually unbearable. Denn es wird nahezu unerträglich sein. Because you will be given power to fight, wage war against the saints and to conquer them, given power. Denn ihm wird Kraft gegeben, zu kämpfen, Krieg gegen die Heiligen zu führen und sie zu besiegen. Macht wurde gegeben. You'll be allowed by the Father because of the apostasy, the rebellion. Es wird ihm erlaubt vom Vater wegen dem Glaubensabfall, der Rebellion. And when he's allowed, und wenn ihm erlaubt wird, when he is allowed to conquer you, wenn er erlaubt ist, euch zu besiegen, das bedeutet, most of you will give in to take the mark of the beast. Das bedeutet, die meisten von euch werden nachgeben und das Markzeichen des Tieres nehmen. And worship the serpent. Und die Schlange anbeten. Or he will kill you. Oder er wird euch töten. So that you fulfill the breaking of the fifth seal. So dass ihr das Brechen des fünften Siegels erfüllt. That you see in Revelation chapter 6, verse 9 to 11. Welches ihr in Offenbarung Kapitel 6, Vers 9 bis 11 seht. When the souls now have been murdered and slaughtered, and they're crying under the altar of Yahweh. Wo die Seelen jetzt getötet und geschlachtet werden und sie weinen unter dem Altar von Jahwe. They're crying for vengeance over their blood. Sie rufen nach Vergeltung über ihr Blut. So blessed people, the Messiah is coming. Nun, gesegnete Leute, der Messias kommt. And tomorrow is a beautiful service. Und morgen ist ein wunderschöner Gottesdienst. It's very powerful tomorrow. Es ist sehr mächtig morgen. Very mighty. We're going to have a revival session. Sehr mächtig, wir werden eine Erweckungssitzung haben. As you can tell, we cannot even show you all that the Lord has been doing. Wie ihr sehen könnt, können wir euch nicht einmal alles zeigen, was der Herr vollbracht hat. But during this lockdown, aber während dieses Lockdowns, the wonderful golden opportunity prevailed. Die wundervolle goldene Gelegenheit siegte, that you may see the doings of God, how he is preparing the way, so dass ihr die Werke Gottes seht, wie er den Weg vorbereitet, for the glorious coming of the Messiah, für das glorreiche Kommen des Messias, with maximum power, mit maximaler Kraft. I have seen the Messiah coming. Ich habe gesehen, dass der Messias kommt. Prepare ye the way of the Lord. Bereitet den Weg des Herrn vor. This is the one about whom the Bible wrote. Dies ist derjenige, über den die Bibel geschrieben hat. That I'll send my messengers ahead of you to prepare your way.
before the dreadful, the great and dreadful day of the Lord arrives. Dass ich meine Boten vor dir senden werde, um euren Weg vorzubereiten, bevor der schreckliche, der große und schreckliche Tag des Herrn erscheint. Those who have ears, may they hear what the Spirit of the Lord is saying. Diejenigen, die Ohren haben, mögen sie hören, was der Geist Gottes sagt. And to the nations. Zu den Nationen. Thank you so much. Danke vielmals. The Lord bless you. Der Herr segne euch. Without holiness, nobody, and I repeat, nobody will see the Lord. Ohne Heiligung wird niemand, und ich wiederhole, wird niemand den Herrn sehen. Thank you. Dankeschön. Thank you. Dankeschön.